Jo, da bin ich wieder. Herzlich willkommen zu Sims 4 bei der Familie. Muss ich schnell nochmal Song. Mir Song und wir spielen jetzt die Lufayette natürlich. Das ist natürlich dieses freche Mädchen. Frech, aber nicht abgrundböse, ja? Also da ist ein Unterschied. Macht jetzt gerade tatsächlich Hausaufgaben. Ganz freiwillig. Interessant. Ich würde gerne ihr Outfit überarbeiten. Und das wollte ich jetzt nicht einfach offscreen machen, weil dieses lilane Kleid, ist es das? Hier ist ein anderes Teil. Achso, das ist dieser Overall, den sie hat gerade. Okay. Ach, hier, das mit dem Wäsche, das nervt auch sehr. Das ist auch sehr nervig. Ich kann es mal auf die verschiedenen Stellen hier und nicht rein. Ist aber anscheinend irgendwie weg. Okay, passt. Alles klar. So. Ich werde mal gucken, die Outfits nochmal checken. Outfitplan. Machen wir mal eben. Was hat sie da dann jetzt? Ja, tatsächlich den Overall. Schauen wir mal nach. Ich weiß nämlich nicht mehr, was sie da hat noch. Haben wir schon ein bisschen zu lange Pause gemacht. Ja. Schauen wir mal schnell nach. Achso, ist hier. Achso, ist hier Bettkleidung. Okay. Aber gut, kann man so lassen erstmal. Tagesbettkleidung. Genau, das Kleid hatten wir da. Das wollten wir mal updaten. Obwohl das eigentlich so ein bisschen Markenzeichen ist, oder? Genau. Könnt ihr in den Kommentaren schreiben, wenn ihr das Kleid wieder haben wollt. Ich werde es aber jetzt austauschen. Outfits haben wir, der hat schon verbaut. Was haben wir denn da? Haben wir dieses Schulkleid, dann das hier. Ich glaube, auch einer der neueren, ich habe sie auch noch nicht so erinnert. Das gefällt mir gar nicht. Das werde ich, glaube ich, austauschen. Das können wir gleich tauschen, weil es ist aus. Gut. Schauen wir mal. Was nehmen wir denn mal? Was Gutliches. Ihr könnt natürlich auch Vorschläge auch in den Kommentaren schreiben, dass, wenn ihr da was gefunden habt, was gut passen würde. Was Konservativeres. Vielleicht ein bisschen dunkleres Rot. So, was ist das denn Haar, ne? So, haben wir das mal. Was ist denn das? Einhorn. Das kann man, glaube ich, lassen, oder? Das ist nicht schlimm. Ich glaube, das können wir lassen. Wir wollen auf jeden Fall das gleiche tauschen. Da würde schon glitzern, ne? Glitzern, irgendwie frische Glitzer. Wir verzichten erstmal eine gewisse Zeit drauf. Wir können ja darauf zurückkommen. Kein Plan. Das hier ist eher zur Weihnachtszeit. Haben wir noch nicht. Obwohl, es kann natürlich sein, dass ein Video zur Weihnachtszeit rauskommt. Ich habe reichlich Videos auf Reserve im Moment. Zur Vorarbeit geleistet. Eher rot. Ich weiß nicht so recht. Alles zu wenig an. Die Schlafsachen sind dran. Na gut. Alles freigeschaltet gerade. Ne? So, sehr konservativ. Ne? Sehr konservativ hier. Ja. Die schlecht aussehen. Das ist nur blau. Passt aber nicht zu ihrer Haare ganz, oder? Aber wie das nicht passt. Aber das kann man, glaube ich, in Richtung Bordeaux oder Rot wechseln. Ja, und dann hätten wir zumindest wieder unser Sternchen so. Ein anderes, ne? Wäre doch mal was anderes. Das wäre doch was anderes. Jeans, hm. Ja, oder hier so ein Haupt für so ein Overall. Das sieht so ein bisschen komisch aus. Meh.
Bades uns so geeignet oder weiß nicht. Nicht so alltagsfähig. Mal schauen, was haben wir denn noch? Mhm. Hört das hier? Oh ja, liebe Klimm. Was ist das? So ein Fuchsgesicht, ne? Das dunkler machen. So. Soll mir die Haare passen? Was ist das hier? Achso, so ein Leggings und so. Wir haben ein bisschen dunkler. So ein Dunkel. Ich muss ja aber auch Sportschuhe haben. Dann braucht ihr aber auch Sportschuhe. So machen, wenn wir das so machen, bin ich mir noch nicht sicher. Das ist mehr ein Sportanzug, ne? Ein bisschen Sportschuhe. Sportschuhe. Hier mit Bling-Bling. Okay, so. Bling-Bling. Was denn mehr Sportanzug, ne? Gucken wir hier mal. Machen komplett selber zusammen. Oh, hier habe ich Schürze. So. Gibt es nur in Blau-Grautöne. Das ist ja nicht erst, ne? Das hier passt ja auch nicht so zu. Obwohl das wieder so richtig frech aussieht, ne? Eigentlich. Was meint ihr? Aber das ist ein Rot, nein. Und das hier so ein Rot. Achso, das war eine. Ja, vielleicht das. Wird hier nicht angezeigt, wenn das. Keine Jeans. Jeans, immer auch eine rote Jeans. Auch nicht ganz verkehrt. Was ist das? Nicht so rot. Hier rot. Man sieht auch nicht ganz schlecht aus, oder? Hier haben wir ein Oberteil dafür. Mal ein Oberteil. Oh ja, das natürlich. Ah, ganz toll. Ah nein. Ja, ein Wollpullover hier. Oh nein. Was. Das passt auch ganz gut. Ah, die Schuhe sind natürlich ein bisschen sehr knallig rot, oder? Aber wir sind ein bisschen abgemildert im Rotton. So ein bisschen dunkler. So. Ja, alles noch ein bisschen, natürlich. So, gucken, was haben wir hier? Das ist. Hat das hier ausgeht? Leider hat sie auch drei Stück, wenn man das hier spart. Warum hat sie das eigentlich in Schwarz? Sieht das denn nicht eine Episode immer in rosa, ne? Ja, wir haben es ja festgelegt, dass sie voll auf rot steht. Auch die Schuhe müssen eher dann rot oder rosa sein. Ich nehme natürlich rot. So. Genau. So machen wir das. Sie hat drei Outfits dafür. Dann macht sie ja klar, wo passt. Okay. Und das. Ja, wunderbar. Aber fertig, das ist der Sport. Ja. Kann man machen. Und dann das noch. Gut, weiß ich noch. Lass mal so. Könnte wir noch das andere Anzug dazu packen, ne? Und dritten dazu auswählen. So, Schlafsachen haben wir auch drei Stück. Das, das, das und das. Mhm. Ist ja eigentlich neu dazugekommen, weiß ich jetzt nicht. Hier ein paar neue dazu installiert. Mal gucken. Was bei ist. Ja. Das und dann in Autoblot. Ja, genau. Nehmen wir das dazu. Was meint ihr? Machen wir hier Falls. Was haben wir jetzt? Mal gucken. Schauen wir nochmal. Ach, der ist auch ein bisschen krass dick. Ne? Das ist nicht so schwer. Das können wir auch ändern. Das sollten wir auch ändern. Was ist das hier? Das
nur so ein Handtuch, ne? Doch, das ist nur so ein Handtuch. Ist dann arg langweilig. Schauen wir mal. Sieht das hier aus? Also auch nicht schlecht. Ziemlich schlicht, aber. Okay, würde ich sagen. So, dann brauchen wir nochmal einen vierten. Lässt ihr das so? Und dann nochmal den vierten nochmal checken. Was gesehen, was ist das hier? Ein bisschen Röte haben wir es nicht, ne? So haben wir es dann. Ne. Nicht so ganz begeistert. Das hier sieht auch sehr knickerig aus hier. Das sieht ja auch echt sehr. Ja. Ne. Schwierig. Das hier finde ich nicht so toll. Wie gesagt, nicht so schön. Aber noch, also wie gehen uns die Sorten aus hier? Ein Bild nochmal, aber ein rötlich haben wir es nicht. Das gefällt mir nicht so gut. Das gefällt mir nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich zuhöre, wenn ich so leise spreche. Bei den letzten Aufnahmen hatte ich, glaube ich, 10 oder 20 Aufnahmen einfach mal gelöscht, weil die Sprachaufzeichnung entweder gar nicht funktioniert hat oder einfach zu leise war. Ich hoffe, es wird mit dieser nicht passieren. Ich habe stundenlang verbracht, um den Sound wieder einzustellen. Ich weiß nicht, aus welchem Grund sich das so verstellt hatte. Ich schaue mal zum selber bauen nach. Bin eher mäßig begeistert von der Auswahl gerade. Ne? Ja, gleich lasse ich das auch. Erstmal so. Andere Idee hab. Ah, das ist auch nichts. Das hier? Ne? Nicht so. Ah, hier. Hellenrot. Dann brauchen wir das Oberteil dazu noch. Hier ist ein Oberteil noch dazu, ne? Glaube ich. Nicht so einfach. Macht es mir nicht so einfach. Oder das hier. Das haben wir irgendwie schon in Alltagsklamotten, glaube ich, eingebaut, oder? Mal alles komplett weg, ja, anscheinend rüber, weil mir ist das so egal. Schauen wir mal, was wir hier so haben. Ich denke, das hier ist wunderbar in Rot. Hier so, zack. Ich denke, das ist wunderbar. Passt gut. Oder hier so ein blaues Kostüm. Das ist ja auch eigentlich. Sieht aus wie Kobold. Welcher Kobold? Rot. Aber so eine Schleife zum Schlafen praktisch, ne? Oder? Das drückt ja am Rücken. Hier vorne. Das ist ein bisschen zu lang. Oder hier so ein Ding. Passt doch gut. Ich hab nur diese. Weiß. Rot. Weiß. Naja, die sieht so toll aus. Ne? Also Rot sieht gar nicht so schlecht aus. Das können wir, glaube ich, machen, ne? Ich denke, das lassen wir so. Gut, haben wir es mal so weit eingerichtet. Dann gehen wir. So weit, so gut. Oh, ich muss die Uhr im Auge behalten. Sie hat Hunger. Was macht ihr jetzt? Gericht nehmen. Ja, genau. Macht das mal. Das mal was. Das passt was gut. Ich habe irgendwie so ein Social Media Dings installiert. Das war leider auf Englisch. Das kann... genau.
Clean out, boil food, empty dishes. Genau, was kann ich als nächstes tun? Nach dem Essen? Ach, das macht sich sofort. Ich hätte erstmal essen können. Das gleiche kann man im Kühlschrank machen hier. Ja, also auch machen. Siehst du? Da räumt sie halt die Taschen leer. Wäsche ab, sehr gut. Frittgemüse essen, genau, das kannst du danach weitermachen. Da ist sie dann satt. Haben die da schön. Ah, da räumt sie auch den Dreck raus. Ja, sie ist wieder aufgeräumt, ja. Herrlich. Und ich denke, haben wir dann für die heutige Folge genug getan. Ich muss mal überlegen, was ich mache. Ich werde vielleicht nochmal einen Urlaubsausflug machen als nächstes, wenn ich dran denke. Und könnt mir ja in die Kommentare daran erinnern, dass das dann gemacht werden soll. Und was kann man denn noch machen? Wir können auch nochmal die Vampir ärgern gehen. Oder andere Familie besuchen gehen und quälen und ärgern. Na, mal schauen. Oder einfach mal zu irgendeinem Konzert gehen. Das müssen wir mal sehen, was so geht. Das wäre das gerade scheiße. Aber ich möchte an dieser Stelle dann erstmal abbrechen. Wir haben zwar nicht viel gemacht, aber die Folgen lang zu machen, bringt so nichts. Von daher, habt euch wohl. Bis demnächst. Euer Jockel. Ciao.